Ist das wirklich okay? Ich mache mir Sorgen. Ja, sicher, klar, das ist kein Problem. Alter, der Typ. Ich habe Angst. Ich habe immer noch Angst. Ah, sogar kontaktieren? Nee, sehe ich nicht. Okay, ja gut, aber die geht ja eh wieder weg, ne? Soll ich sie wirklich kontaktieren? Ja, wir unblocken die mal. So, warte, 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 warte. Ich hatte dich blockiert. Wir müssen sie jetzt anrufen, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, wir müssen jetzt theoretisch Asuka anrufen. Eigentlich wäre das vernünftig, weil die hat das Foto ja gemacht, die weiß das ja. Wobei das mit dem Polizisten eigentlich besser ist. Aber wir probieren es mal. Asuka. Ich glaube auch, wir hätten ihn nicht entblocken dürfen. Oh, warte mal, ich muss jetzt alles normal machen, ne? Jetzt muss ich alles normal machen. So. Ist schon okay, ist schon okay. La 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 la. Ist schon okay, ist schon okay. La 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 la. Da hinten meine Lieblingstextur. Das schönste Gebäude in Tokio. Durch so einen Trick lassen sie jetzt pixelig aussehen. Voll cool. So, ich habe eine Idee. Ich verstecke mich einfach da draußen vor der Terrassentür. Während die Gardine offen ist. So, la 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 la. Das heißt, der Typ hatte gar kein Interesse an mir. Ach so. Das war nur gekauftes Interesse. Ach so. Oh. Und die ganzen Spiele hat er nicht gemacht, weil er uns liebt, sondern einfach nur, weil er dafür bezahlt wurde. Hm. Sad. Bin sehr sad. Naja. Man kann nicht alles haben. Ja. Als Single-Frau habe ich gedacht, er wäre an mir interessiert, aber er hat es nur wegen der Kohle getan. Hashtag trotzdem hübsch. Entführer-Chan? Entführer, Stalker-Chan? Hallo, Stalker-Chan, hörst du mich? Findest du mich trotzdem hübsch? Hallo, Stalker-Chan? Na gut. Auftrag, Stalker-Chan. So, was ist denn jetzt? Kommt ihr mal langsam vorbei? Bin sofort da, das dauert aber ganz schön lange. Von wegen, beste Freundin. Ist nicht innerhalb von 2 Minuten am Start, wenn wir das wollen. Oh. Moment. 20 Minuten später. Ich bin ganz kurz das Abseilen, ja? Warte kurz. Warte kurz. Ah, oh, es hat gut getan. Junge, Junge, Junge. Der steckt ja schon länger in der Bahn. Komme! Ja, bitte? Aha. Wir müssen halt alles nochmal machen. Wir hätten unseren Ex halt nicht entblocken sollen. Das hätten wir nicht machen sollen. So, das werde ich mit meinem Stream. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Viel Glück mit deinem Stream. Yo. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ah, war das schön. So. Egal, was du tust, ja? Ich brauche dich hier. Ich stream jetzt da drüben. Bitte bleib unbedingt hier sitzen. Geh nicht einkaufen. Ich hoffe, du hast gegessen. Ich hoffe, du hast getrunken. Egal, was du tust. Wenn du meine beste Freundin bist, gehst du jetzt nicht einkaufen. Bitte bleib hier sitzen. Ich verlasse mich auf dich. Ich habe wirklich Angst. Ich lebe in Furcht. Seit Tagen. Ich habe seit Nächten nicht mehr geschlafen. Bitte, wenn dir nur irgendwas an mir liegt, bleib bitte hier sitzen. Bitte. So, warte. Ich mach kurz meine Internet-Persona, starte das Spiel und dann. Wir spielen heute das Spiel von gestern weiter. Ich frage mich, was für ein Level das heute sein wird. Ist sie schon weg? Nein! Nein! Hey, Entschuldigung, ich hau ab. Ich hau ab. Nein, nein. Du wirst doch fett, wenn du nur fettige Gerichte frisst.
So. Ich gebe ein bisschen Kette. Okay, ich muss trotzdem ein bisschen gucken. Ich schau gleich mal, ne? Diesmal, denke ich dran. Dann kriegen wir das doch noch mit. Okay, warte. Guck mal, ich bin ja Speedrunner einfach. Ich bin so gut. So, warte. Stimmt was nicht? Oh, ich hasse ihn, ne? Hä? Fahrstuhl kommt nicht. Jetzt. Wollte Speedrun, aber ich frag mich, wo du hingehst. So. Oh Gott. Ich habe meine Klumpenarme vergessen. So, warte. Da sind wir wieder. Echt widerlich. Okay, gut. Die Hand war hübscher als meine. Stimmt schon. So, mir geht's heute nicht so gut. Ja, tut mir leid, Leute. Ciao. Mit V. Oh, da sehe ich meinen Kopfhörer gerade oben. Blub, blub. So, ich muss mal aufstehen gerade. Ach so, ja. Entschuldigung. Auf OnlyFans habe ich bessere Videos. Was ist das für eine Scheißqualität? Ach, das ist Bett beim Schlafen. Habe ich auf OnlyFans auch bessere. So, warte. Gut, jetzt aber... Das ist schrecklich. Diese Bildqualität, furchtbar. So. Wen rufe ich jetzt an? Ich rufe Asuka an, ja? So, mal gucken, was passiert. Die hat ihr Handy hier vergessen. Hä? Asukas Klingelton? Klingt so, als käme es vom Balkon. Was? Nach nebenan gehen? Ja, sicher. Was macht Asukas Handy hier? Betreten? Ja, sicher. Das ist das Video von vorhin. Was? Chiller Force. Chiller Force? Okay. Aber... Auch beim Pinkeln? Das sind alles Fotos von uns. Und die sind echt gelungen, die sind schön. Und sogar hier durchs Fenster fotografiert. Da war aber jemand sehr mutig. Gott, oh Gott, über die ganzen Getränke. Ist das Bier? Der hat Asuka entführt. Deswegen lag das Handy auf dem Balkon. Aber wieso liegt das auf dem Balkon? Nina, wo sind wir hier? In der Wohnung nebenan. Der Balkon war offen. Was für ein Glück.
Es geht dir gut, Nina. Los, mach dir keine Sorgen um mich. Du musst zur Polizei, jetzt. Hier ist es zu gefährlich. Schnell, bevor er dich sieht. Beeil dich. Hätte ich nicht warten, oh, warte mal. Hätte ich nicht warten sollen? Durch seine Wohnungstür entkomme ich nicht, ne? Durch seine Wohnungstür? Also wenn er da geht, muss ich eventuell hier wieder direkt raus? Geht, also komme ich dann wieder in unsere Wohnung rein? Weil da erwischt er uns auf jeden Fall, wie es aussieht. Natürlich. Natürlich ist jetzt der Akku leer vom Handy. Natürlich. Also sowas. Das Video von vorhin. Also wir stellen fest, hier wohnt jetzt quasi unser Ex nebenan. Hier kommen wir nicht raus, okay. Was ist denn hier? Da ist irgendwas, aber ich glaube, das ist einfach durchgeglitscht. Okay, krass. Na klar. Wo schläft er eigentlich? Gar nicht? Also wir können gar nicht... Wir können jetzt gar nicht raus hier? Können wir denn schnell raus, wenn wir... Also können wir hier schnell wieder rein? Ich weiß jetzt nicht genau, wie, was das Spiel von mir erwartet gerade. Vor der Tür geht ja offenbar nicht. Wir probieren es nochmal. Warte, warte. Ah, was sind wir hier in der Wohnung nebenan? Alles klar. Ja, jetzt beeil dich. Ja, mach ich doch. Jetzt bin ich wieder bei mir, okay. Jetzt gehe ich sehr langsam aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau warum. Oh. Barfuß. Kommt er. Oh, holy shit. Oh boy. Run boy, run. Wirklich so. Er fliegt natürlich die Treppen runter, ne? Oh. Was ist los? Warum haben sie sich so eilig? Sie sollten nachts nicht allein unterwegs sein. Gehen wir zurück in ihr Zimmer, ja? Mit ihr reden, aber ist sie tot. Ich muss sie ignorieren, glaube ich, ne? Oder? Ich muss sie ignorieren. Frau Nina? Ich muss zur Polizei. Oh, da ist er ja. Entschuldigen Sie, ist was passiert? Nachts alleine draußen sein ist gefährlich für eine junge Frau wie Sie. Erzählen Sie mir, was los ist. Mit ihm reden wir auf jeden Fall. Hä? Hä? Okay, aber der wirkt ja vertrauenswürdig. Stecken die da alle mit drin? Sind die denn alle kacke? Ich nehme das Messer, jetzt steche ich erst ihn ab und dann meinen scheiß Ex. Aber der Polizist hat doch... Das ist doch alles hier... Das ist doch alles komisch. Alles sehr merkwürdig. Ist wirklich Verschwörung hier, ne? Der Ex einfach voll die Mafia hier aufgezogen.
So, nee, was ist los? Warum ist sie so eilig? Sie sollte nachts nicht alleine unterwegs sein. Gehen wir zurück in ihr Zimmer. Frau Nina? Nee. Ist was passiert, nachts alleine draußen zu sein? Erzähl mal, was los ist. Wegrennen. Hat die Polizei in einer Pressekonferenz mitgeteilt? Was ist da denn los? Die stecken alle unter einer Decke? Vier Verdächtige festgenommen worden, die illegal in die Wohnung einer Online-Livestreamerin eingedrungen sein sollen. Vier Verdächtige? Was? Der Geschäftsmann Rikia Miyamoto, der mutmaßliche Drahtzieher des Verbrechens? Seine Mutter Yukiki Miyamoto, eine Immobilienunternehmerin? Ach, das ist seine Mutter! Ihr jüngerer Bruder, der Teilzeitbeschäftigte Sagio Shirota und der arbeitslose Kyo Akushu, der dem Einbruch vorgeworfen wird. Holy shit. Die Ermittlungen haben ergeben, dass Rikia Miyamoto 5 Tage vor dem Vorfall seine Ex-Freundin unter Druck gesetzt habe, wieder mit ihm zusammenzukommen. Heilige Scheiße. Rikia wird verdächtig, sein Opfer gestalkt zu haben, indem er sie verfolgte, ausspionierte und seine Komplizen anordnete, in ihre Wohnung einzubrechen. Heilige Scheiße. Was für ein Sud! Den anderen 3 Tatverdächtigen wird Beihilfe zu den genannten Straftaten vorgeworfen. Außerdem soll Sagio Shirota sich als Polizist ausgegeben haben. Alter, die Verdächtigen haben alle Vorwürfe gestanden. Alter, die ganze Welt steckt damit drin. Die ganze Welt! Junge. Raus hier. Warte, ich muss mal ganz kurz hier. War die Werbung da oben schon vorher? Junge. Halb Japan überwirrt, wirklich so. Ich dachte, wir hätten einen Stalker, aber ich meine, was ist das denn? Hast du mir was zu essen mitgebracht eigentlich? Du warst so einkaufen 30 Stunden. Oh, tatsächlich. Na Gott sei Dank. Komm, ich mach uns mal was, ja? Warmes Nikujaga. Frisch gekocht. Guck mal hier, lass dir schmecken. Ich möchte aber auch was haben, ich habe echt Hunger. Wo? Dankeschön, wo ist meine Portion? Sieht lecker aus. Oh sorry, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her, als ich das letzte Mal dieses Gericht gemacht habe. Diese Leute, sie wurden wohl erwischt. Das freut mich wirklich sehr. Wer hätte das gedacht? Sie alle stecken in der Sache mit drin. Nina, du musst so viel durchmachen. Wenn ich doch nur gemerkt hätte, wie ernst die Sache war, dann wäre das alles nicht passiert. Nein, das ist nicht wahr. Das wäre so oder so passiert. Asuka, nur wegen dir ist alles gut ausgegangen, weil du gefesselt in der Badewanne gelegen hast. Weil du einfach wirklich an Einkaufen gegangen bist, als ich das meisten gebraucht habe und dich gebeten habe, nicht einkaufen zu gehen, sondern nur kurz 5 Minuten auf dem Sofa zu warten. Ja? Nur wegen dir, Dankeschön, ist das alles gut gegangen. Gott sei Dank warst du nicht da. Danke, dass du so denkst. Achso, du solltest so schnell wie möglich umziehen. Ja, das sollte ich wirklich. Pass auf, dass dir das nicht noch einmal passiert. Ist ja irgendwie auch deine Schuld, wie du dich wieder angezogen hast. Da fällt mir ein, ich wollte dir noch was sagen. Du hast doch dieses Arkamanto gespielt. Meintest du nicht, es sei zu schwer für dich? Ich habe gehört, die Entwickler haben ein neues Spiel rausgebracht. Wie hieß es noch? The Convenience Store. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Wusste ich's doch. Oh, ist das schön. Ich glaube, Arkamanto war eines der ersten Games von Chillers Art, ne? Ich glaube, das war eines der ersten Games von Chillers Art. Ja, The Convenience Store. Sehr geiles Game übrigens. Ja, Let's Play bei mir auf dem Channel oder auf Steam. Ja, also kann ich nur empfehlen. Es soll wohl nicht so schwer wie Arkamanto sein. Es ist ein japanisches Horrorspiel und auch für Gelegenheitsspieler leicht durchzuspielen. Schau es dir mal an. Ja, danke für dieses Product Placement. Boah, Junge. Get the pure ending. Ich glaube, wir haben, oder good ending? Oh.
Geiler Track. Chillers Art wird immer besser, ne? Also wird wirklich immer besser. Von dem ersten Game war ich ein bisschen frustriert, weil es so unglaublich dunkel war. Nice. Niklas, hey Niklas, super gemacht Niklas, geil Niklas. Boah, zum Glück habe ich weitergespielt. Ich war am Anfang so frustriert wegen diesem ersten Game, dass wir spielen mussten im Stream. Ah, oh, puh. Da ist der Credits-Song von Looney. Looney! Wenn ihr auch in den Credits stehen wollt, oder wenn ihr auch wie Georg Kötter auf einer Packung stehen wollt, Patreon. Nur ganz kurz, ne? Ich stand da auch nur drin, gerade wegen Patreon, in Paaren auch. So. Passive life, cocky knife. Passive life, so. Hey! Aber, hä, das Lied, hä? Wo ist das Lied? Warum ist das Lied nicht? Wieso ist das Lied? Na gut, da kommt das Lied nicht mehr. Schade. Da muss ich mir den Soundtrack holen. Mit einem Lied drauf. Nein, aber das war sehr, sehr geil. Also am Anfang, ganz am Anfang habe ich gedacht, oh Mann, oh fuck, oh Mann. Ja, weil ich wäre sehr gefrustet mit dem ersten Game, weil das so dunkel war, dass man wirklich nichts gesehen hat und die Zahlen suchen musste. Da war ich wirklich, ich weiß nicht, warum das Spiel so dunkel war, in der Grundeinstellung, keine Ahnung. Aber das Spiel an sich, voll geil. Dass das andere Ende auch so krass ist, das ist heftig. Das war sehr, sehr cool. Also mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Und Chillers Art, kannst du sagen, was du willst, die bessern sich halt wirklich von Mal zu Mal. Ich weiß gar nicht, ob er das noch alleine macht, ich habe keine Ahnung. Aber bessert sich von Mal zu Mal, die Games werden immer krasser. Wobei mein Favorit immer noch, einer meiner Favoriten, ist noch das eben erwähnte Convenience Store. Das war halt sehr, sehr cool. Sind zwei Brüder, alles klar. Hier war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe gedacht, das wäre wieder ein Stalker-Spiel, so wie das Café, ja. Aber gut, dass hier vier Leute drinstecken, macht es fast ein bisschen unrealistischer, glaube ich, weil das alles so um einen selbst aufgebaut wurde quasi. Und deswegen konntest du ja niemandem vertrauen. Night Shift war auch mega cool. Night Shift war auch sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Ja. Also voll geil. Freue mich jetzt schon auf das nächste. Und ich freue mich, dass diese zwei Brüder, das Chillers Art, dass sie immer weiter so rauskloppen. Und wirklich mit einer unfassbaren Regelmäßigkeit, muss man dazu sagen. Also das ist schon, hat höchsten Respekt verdient. Wie gesagt, kauft das Spiel gerne, wenn es euch gefallen hat. Es gibt noch ein paar andere Enden bestimmt, ja, wenn man am Ende noch ein paar andere Leute anruft oder so. Probiert es aus. Spielt auch die anderen Spiele von Chillers Art, alle auf Steam, alle recht günstig, meistens auch im Package zu haben. Und oder supportet gerne Chillers Art auf Patreon, wenn ihr in den Credits stehen wollt. Oder wenn ihr eine Chipspackung, Nudelpackung oder eine Karte oder sonst was zum Spiel sein wollt. Ich werde mein Patreon, glaube ich, ein bisschen erhöhen. Und die Palen wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen. Ja, voll geil. Ja, auf YouTube sage ich schon mal Tschüss, ne? Im Stream geht's noch ein bisschen weiter, wir haben noch ein bisschen was vor heute. So, vielen Dank nochmal und Kuss geht raus an YouTube. Ciao, tschüss. Achso, YouTube, wenn ihr noch andere Vorschläge für Horrorgames habt, ne? Schreibt's mal in die Kommentare. Jetzt habe ich's gesagt. So, ciao.